Servus Leute und willkommen zurück zum Farmexperten 2016. Ja, letzten Part ein bisschen über Oculus Rift geredet. Diesen Part machen wir natürlich ein bisschen Gamescom weiter. Für alle, die das Thema Gamescom schon auf die Nerven geht, tut mir leid, aber es ist nun mal das gerade aktuelle Thema. Und es wird nachher in Zukunft natürlich auch wieder andere Themen geben. Ich habe auch schon zwei Themen von euch bekommen, wie Klettern und was war das zweite? Ich müsste es nachschauen am Zettel, weiß ich jetzt nicht auswendig mehr. Ah, stimmt, was ich in meinem zukünftigen Job mache, das mache ich vielleicht auch noch heute, die beiden Themen. Mal schauen, wie viel ich aufnehmen werde heute. So, aber heute wird es ein bisschen über im Endeffekt, ja, die Woche, so allgemein in Gamescom-Woche gehen. Das war ja meine erste. Und wir sind ja sozusagen am Dienstag aufgebrochen, ziemlich zeitig ausgemacht, war 16:30. Er hat verschlafen, mein Kollege, der mich abgeholt hat, und dann war es dann 17:30, halb sechs, wo wir circa weggekommen sind. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, ist ein bisschen nervig, weil ich auf der Straße schon gewartet habe, aber was soll's. Nachher der Verkehr, halt sozusagen der Weg nach Köln ist ganz schön weit, weil ich jetzt zuerst bis die, ja, Google und so weiter, 9 Stunden, circa 8 Stunden und so weiter, ja, passt. Es ist nämlich so viel Verkehr, wir sind halt viele Staus immer wieder und Regen und bla bla bla, und wir sind 11,5 Stunden gefahren, mit Zwischenstopps natürlich und so weiter. Ja, war dann ganz schön anstrengend, aber okay, halt, ich bin da ziemlich durchgefahren, das Ganze, und muss ehrlich sagen, hat schon gepasst. Dann waren wir sozusagen, ja, oben haben wir uns noch kurz in Köln angeschaut, wie wir hinkommen und so weiter, haben natürlich nichts herausgefunden, sind dann am nächsten Tag einfach den anderen in Rockdogs und seiner Crew hinterhergefahren, und die haben uns im Endeffekt den Weg gewiesen, und dann am nächsten Tag sind wir dann schon ohne Probleme. Der beste Tag, muss ich ehrlich sagen, für mich war jetzt, wo du sozusagen sagst, du hast noch Entspannung auf der Gamescom und du hast auch Zeit, um was anzuschauen, war der Mittwoch, natürlich der Fachbesucher- bzw. Pressetag. Das Einzige, was ich da falsch gemacht habe, ich habe einfach Termine ausgemacht gehabt, 4 oder 5 Stück, und die war einmal im Norden, einmal im Süden, einmal im Norden, einmal im Süden, einmal im Norden, einmal im Süden, so ungefähr, halt 4 oder 5 Termine, und wir sind fast den ganzen Mittwoch nur immer auf Nord-Süd gegangen, und das war ein bisschen nervig. Das werde ich mal nächstes Jahr, wenn ich fahre, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil ich muss ehrlich sagen, mir hat das extrem viel Spaß gemacht und so soll es auch sein, ja, anders machen, dass ich mir Termine vielleicht sogar überhaupt nicht am Mittwoch einteile, weil am Mittwoch ist der Tag, wo du wirklich bei den Ständen noch und bei den Herstellern selber dich hinstellen kannst und was zocken kannst. Halt draußen in der Public Halle. Im Business-Bereich ist am Mittwoch die Hölle los, und da ist am sinnvollsten, du hast Donnerstag und Freitag oder sowas deine restlichen Business-Termine und machst du sozusagen am Mittwoch einen schönen Tag in der Messe, wo es ruhig ist, weil es, wie die meisten schon gehört haben, es war ja wieder dieses Jahr Besucherrekord auf der Gamescom, 375.000 oder so irgendwas Leute insgesamt allen Tagen auf der Gamescom, und man merkt die Massen. Donnerstag war schon so, dass du einfach, ja, nichts mehr spielen hast können in den Public Hallen, halt in der Früh sozusagen, weil wir eine Stunde früher rein haben dürfen, da schon, aber sobald nachher die Massen waren, hast du 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden Wartezeit gehabt für ein Spiel, und ich muss ehrlich sagen, das war dann, ja, ist es mir nicht wert, dass ich mich da hinstelle. Natürlich, bei manchen Herstellern kannst du einfach mit dem Presseticket vorbeigehen, ist aber ziemlich selten so. Meistens brauchst du einen Fastpass. Den Fastpass brauchst du, bekommst du wieder nur mit Terminen. Mit diesem kannst du nachher hingehen zu den Ständen und kann eigentlich sozusagen zocken gehen. Aber ja, das ist ein bisschen mühsam. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es genossen den Mittwoch. Ich habe zwar die Termine gehabt, aber es war schon ganz cool, weil du einfach die Menschenmassen noch nicht gehabt hast. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag waren wir gar nicht dort, weil wir dann heimgefahren sind. War so, dass man, ja, im Endeffekt nichts mehr gesehen hat. Es waren Tausende an Leuten dort, es waren, keine Ahnung, es war einfach komplett voll. Es
man hat keinen sozusagen gefunden so schnell, und außer man hat sich genau einen Termin ausgemacht, wo, halt wirklich genau wo, nicht nur, keine Ahnung, zwischen Halle 5 und 6, die erwähne ich gerade aus einem Grund, nämlich wegen einem Community-Treffen. Da möchte ich aber nachträglich noch einmal drauf eingehen. Ja, sonst die Tage halt, wir haben nachher, sagen wir so, ich habe ziemlich viel Spaß gehabt, weil mich hat das einfach, auch mit den vielen Leuten, mir war das nicht so schlimm, ich bin halt einfach durch die Hallen gegangen, habe dort geschaut, habe jeden Tag eigentlich was Neues gesehen. Mein Mitfahrer war leider ein bisschen, naja, demotiviert. Der hat sich das, glaube ich, das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, beziehungsweise ist der nicht so, der in den Menschenmassen nachher so herumgehen will. Und war halt dann ein bisschen schlecht gelaunt, könnte ich mal vorkommen, die ganze Woche. Und deswegen auch teilweise relativ früh von der Messe wieder weggegangen. Ich könnte zum Beispiel mich zu einer Bühne hinstellen, 5 Stunden dort stehen und einfach den Leuten dort oben zuschauen. Oder mich einfach in die Business Lounge halt in die Alliance Lounge hineinsetzen und dort mit den Leuten reden. Er sitzt halt dann dort und sagt gar nichts und macht auch gar nichts, und das ist das, was ein bisschen zach war. Und deswegen habe ich nachher immer gesagt, ja, Pharma ist ja nicht so schlimm. Wie man es nächstes Jahr sein wird, kann ich noch nicht sagen. Natürlich hätte ich gerne viel, viel mehr Leute kennengelernt. Es ist nur gerade so, dass ich einfach mit wenigen zusammenarbeite. Halt, ich kenne einige vom Netzwerk sozusagen, vom Schreiben, aber jetzt sozusagen, dass ich die persönlich kenne oder sowas, ist halt nicht der Fall. Und deswegen Kontakte knüpfen war ganz cool mit den Leuten. Halt, ich habe vor allem einen guten getroffen. Ich habe die Leute vom Frenkel-Frotzel-Team, die sozusagen den Stream machen, halt Rock Dogs, Weng und keine Ahnung, wer noch, Spielbär war noch da. Die habe ich kurz sozusagen gesehen, beziehungsweise öfter gesehen und auch ab und zu und herumgegangen mit ihnen. Und Nico von Guten, seinen, halt ja beim Guten, von dem ich von Guten kenne, und ein paar andere noch. Aber es war halt jetzt nicht so groß, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt mich mit vielen Let's Playern ausgetauscht und sozusagen Projekte ausgemacht. Das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, weil ich einfach nicht, ja, ich hab mich halt nicht in die Lounge hineingesetzt, weil ich im Endeffekt, ich will es nicht als Klotz am Bein sehe sagen, aber es ist einfach so, ich bin halt mit einem mitgefahren, beziehungsweise, und der hat gesagt, ja, das merkst halt, wenn dann einer keine Lust mehr hat und dann mit meinem Fahrtsauge, und da bin ich halt dann nicht der Typ dann dafür, dass ich nachher sage, ja, wir bleiben aber trotzdem da oder sowas, sondern da schaue ich halt dann doch ein bisschen auf den. Das, was mich ein bisschen gestört hat, war extrem, dass wir außerhalb von Köln gewohnt haben. 20 Minuten circa halt in Leverkusen, und dass jedes Mal mit dem Auto rein, rausfahren, und ja, du hast halt immer das Problem, dass du zwar hineinkommst und also zwar immer Stau und so weiter, aber das Problem ist, du musst jedes Mal mit dem Auto fahren. So, wenn einer keinen Bock hat oder sowas, sagst, ja, leg dich ins Hotelzimmer oder du gehst zum Mittag einmal eine Stunde, wenn du sozusagen, ich war ja auch teilweise sozusagen selber ein bisschen fertig, dann habe ich mich dann nicht eine Stunde ins Pressezentrum gesetzt und dann wäre ich wieder herumgegangen. Und das wäre halt cool, wenn du das in ein Hotel, dann kannst du zwischendurch duschen gehen oder sonst irgendwas. Und das muss ich ehrlich sagen, will ich nächstes Jahr, wenn ich fahre, besser machen. Weil das hat mir so nicht getaugt, weil das hat mir einfach so nicht gefallen, und deswegen muss ich ehrlich sagen, will ich nächstes Jahr in Köln direkt ein Quartier haben, am besten in der Nähe von der Messe. Es ist so, ich werde wahrscheinlich jetzt schon buchen, einfach aus dem Grund, dass ich was Günstiges erwische, was halbwegs vom Preis her passt, was in der Nähe ist und so weiter und so fort, und dass man da einfach einmal ein Doppelzimmer bucht und dann schaut, wenn man nicht fährt, kann man ja noch immer stornieren. Also nicht 4 Monate oder so, oder 2 Monate davor sogar kostenlos. Das ist, glaube ich, irgendein EU-Gesetz oder so. Aber auch vollkommen egal, halt, das ist jetzt sozusagen einmal geplant so, dass ich das eh in der Nähe mache. Halt, wenn man die, ich habe schon gewusst, dass Köln, dass die Messe sehr Gamescom sehr überfüllt sein wird, aber dass es so extrem ist, habe ich selber nicht geglaubt. Wer sich wirklich für ein Spiel oder sowas interessiert und dort spielen, würde ich jeden abraten, nur wegen dem hinzugehen. Außer du willst LA spielen, okay, da kannst du die ganze Zeit dich hinsetzen. Aber für einen größeren Titel, du sitzt teilweise 5-6 Stunden angestellt und wartest, bis du drankommst, dass du nachher 10 Minuten oder Viertelstunde spielen kannst.
Und man muss ehrlich sagen, weil zumindest ich bin nicht der Typ, dass ich mich 5 Stunden anstelle, dass ich nachher 6 Minuten oder 10 Minuten oder eine Viertelstunde spielen darf. Halt, wir haben es gemacht, ich habe gespielt The Division, was mich interessiert hat, ich habe gespielt Homefront, ich habe gespielt Need for Speed, ich habe in LS natürlich gespielt die Karte, dann habe ich Transocean, dann ein paar Indie-Games, halt alles das kleinere Zeug, das geht halbwegs noch, aber alles, was nachher sozusagen auf ja, AAA-Titel geht, kannst du eigentlich fast vergessen. FIFA habe ich gespielt, das neue. Das ist aber alles nur gegangen, muss ich ehrlich sagen, weil wir sozusagen mit dem Presseticket eine Stunde früher haben rein können und dadurch ja, im Endeffekt ein bisschen leichter uns das einteilen haben können, was man spielen, und wir sind sozusagen bei den Schlangen ganz vorne gestanden in der Früh um 9. Muss man wahrscheinlich auch ein bisschen anders machen, wenn man rücksichtslos ist, kommt man wahrscheinlich sogar noch früher rein. Es ist so, dass der Rockdog und so weiter meistens sogar noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor uns drinnen waren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Typ, der nachher bei irgendwelchen Seiteneingängen oder sowas hineingeht. Ich warte, bis der offizielle Eingang für die Presseleute offen ist und dann gehe ich hinein. Ganz einfach. Und sonst, das Flair war mega geil halt. Du hast einfach 50.000 Gamer jeden Tag oder 100.000 Gamer jeden Tag, die das gleiche Interesse haben, jeder schaut das und es wird nur über das geredet und ja, es ist atemberaubend. Die Hallen sind super klimatisiert, halt das kann man, da kann sich Wien, die Messegelände, einen Hut abschneiden, halt was abschneiden, eine Scheibe abschneiden, weil das ist bei uns, wenn es bei uns so Menschenmassen sind, das ist heiß bis zum Gehtnimmer drinnen. Dafür muss ich ehrlich sagen, ist die Kölner Messe ziemlich verbaut. Halt, du hast immer nur zweiter Stock irgendwo, dann hast du einen Haufen Rolltreppen irgendwo wieder Außengelände, dann dort irgendwas und dort irgendwas. Halt ziemlich du hast nicht einfach die großen Hallen nebeneinander, sondern du hast einfach erster Stock, zweiter Stock, du musst wieder rauf, runter und so weiter und so fort. Und das immer so durcheinander ist mir vorgekommen. Weiß ich jetzt nicht, ob es bei anderen Messen, zum Beispiel in Hannover, was ja soweit ich weiß, die größte Messe Deutschlands ist, die Hannover Messe, ist ziemlich geil. Du hast zwar die Riesenhallen, musst zwar zwischen den Hallen relativ weit gehen, weil du sozusagen das Freigelände hast dann nachher Busse auch noch und so weiter und so fort, aber du brauchst nicht die ganze Zeit hoch, runter, gehen, und die Menschenmassen verteilen sich dadurch besser, weil du einfach verschiedene Wege hast. In Köln ist es so, dass du im Endeffekt einen Hauptweg hast, dort wo nachher sich alles aufhält. Ich habe da auch ein paar Bilder, wie dies nachher noch in den Gamescom-Videos gibt, die ich extra noch, eines oder zwei werde ich noch schneiden. Wieso steht da der Drescher heraus? Weiß ich gar nicht. Und das ist halt ein bisschen mühsam dann. Du kommst zwar mit dem Presseticket durch die Hallen relativ einfach durch, weil dich die Securities auch gegen den Strom gehen lassen, und dadurch kannst du dich ein bisschen vorbeischlängeln und brauchst nicht Umwege gehen, aber als normaler Besucher stelle ich mir es ziemlich hardcore vor. Halt, wenn man sich da keinen konkreten Plan macht, was man sich anschauen will, sondern einfach nur durchgehen will, dann bist du auch verloren auf der Messe. Die Messe ist dafür eigentlich überhaupt nicht geeignet. Es ist so, dass du ja ohne Hallenplan und ohne Plan, wann du wo sein willst, beziehungsweise was du dir unbedingt anschauen willst, und das strukturiert durchgehst, schaffst du das Ganze in einem Tag sicher nicht. Du kannst sicher zwei Spiele pro Tag spielen, wenn du in der Früh gleich zum ersten gehst und dann zum zweiten, und die Zwischenzeit stellst du sozusagen nur an, und ja, das war halt ein bisschen mühsam, aber trotzdem geiles Event halt. Ich würde jede Zeit wieder hin, überhaupt um noch mehr Leute kennenzulernen. Das kommt aber nachher nur auf den Fall, wenn du in Köln bist und nachher am Abend, keine Ahnung, länger bleiben kannst oder sowas und weggehen kannst, vielleicht auch mit den Leuten auf einen Absacker oder sonst irgendwas. Das wäre das Coole. Das habe ich mir auf jeden Fall für nächstes Jahr ein bisschen anders vorgenommen. So, das war eigentlich ziemlich das Ganze, was halt die ganze Messe war. Wir sind nachher am Sonntag relativ früh heimgefahren, sind halt um 9:30 oder sowas weggefahren aus Köln, beziehungsweise Leverkusen, und sind dann relativ schnell durchgekommen. Wir waren in 8 Stunden in Wien wieder, halt zu Hause, und muss ehrlich sagen, das war ziemlich geschmeidig.
und es hat auch fast keinen Verkehr gegeben und so weiter. Jo, für nächstes Jahr sicher ein paar Änderungen, die ich einfach jetzt weiß, weil ich mich mehr auskenne. Ich bin gespannt, wie mich noch so kennenlernen auch nächstes Jahr oder wer von euch da sein wird. Community-Zeug möchte ich noch einmal in einem extra Part ansprechen. Aber ich würde sagen, fürs heute war es das wieder mal mit der Gamescom, mit den Famix-Werten 2016. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.